Hallo, ich bin Carsten in Duisburg. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, ich stehe hier in Duisburg Ruhrort jetzt am Yachthafen. Bin in Duisburg-Baal gestartet. Das ist der Parkplatz, von wo aus ich immer zum Geleucht laufe. Ja, habe jetzt gerade die Rheinseite gewechselt und bin mit dem Faltrad unterwegs. Ja, jetzt fahre ich erstmal rheinabwärts bis Orsoy und da gibt es eine Fähre, mit der setze ich dann wieder über und dann soll es Richtung Baal dann wieder zurückgehen. Ja, schauen wir mal. Könnte ein schöner Tag werden. Ja, da hinten an der Brücke mit den roten Pfeilern bin ich vorhin gestartet. Oh, ein kleines Stück bin ich schon gefahren. Ja, da unten an der Hafeneinfahrt wird kräftig geangelt. Da im Hintergrund gerade Polizeiboot ausgelaufen. Da am Rhein ist immer schon spannend. Gibt immer was zu sehen. Ja, Sinn und Zweck der heutigen Tour ist, ich habe mit GPSs diese Tour hier geplant und da kann man sich Radwege anzeigen lassen und ja, ich habe dann mal geguckt und mir hier die Route hier zusammengebastelt und will jetzt mal schauen, ja, wie die Radwege sind. Und naja, das hier ist ein ziemlich loser Schotterweg. Also alles andere eigentlich als ideal zum Fahren, aber egal. Geht hier jetzt erstmal schön auf den Rheindeich entlang. Dann gucken wir mal, was passiert. Ja, jetzt hier wird der Weg dann doch angenehmer. Hier schön festgefahrener Schotter, nicht so ein loses Zeug wie da hinten. Mit den dünnen Rädern hier ist das nichts, aber das hier ist okay. Da macht Spaß. Alternativ hätte ich natürlich auch da unten fahren können, aber hier vom Deich aus kann ich dann wenigstens zum Rhein rüber schauen und da unten sehe ich nichts. Ja, diese Seite vom Rhein, die kenne ich noch gar nicht, oder zumindest hier das Uferstück, sagen wir mal so. Natürlich kenne ich diese Seite vom Rhein, da wohne ich ja. Ja, ich fahre jetzt hier direkt am Stahlwerk entlang. Aber ist auch nur ein kurzes Stück. Aber gleich fahre ich dann auch wirklich noch durchs Hüttengebiet, durchs Stahlhüttengebiet. Und da bin ich ja mal gespannt. Da vorne, da im Hintergrund, kann man schon sehen und da geht es jetzt gleich mit dem Rad durch. Ja, so macht Spaß. Ist zwar jetzt hier im Schatten und deswegen ein bisschen frischer, aber das macht nichts. Ja, die letzten paar Kilometer, die waren natürlich nicht so schön. Da ging es ja auch durchs Hüttengebiet. Aber jetzt komme ich gleich zum Rhein zurück und dann geht's auf die Fähre. Bin ich mal gespannt. Erste Mal, soweit ich weiß, in meinem Leben. Ich weiß ja nicht, was meine Eltern mit mir gemacht haben, als ich noch ganz klein war. Ah, die Fähre ist gerade auf der anderen Seite.
die Fähre hätten wir hinter uns. So, dann geht es jetzt erstmal wieder zurück nach Duisburg-Baal. Zurück zum Auto. Da wieder jede Menge Gänse hier. Ja, da hinten ist die Brücke. Da ist das Ziel. Aber jetzt geht es erst noch hier ein Stückchen durchs Hinterland. Aber gleich geht es auch wieder auf den Deich. Aber scheinbar habe ich jetzt auch ordentlich Gegenwind. So, jetzt erstmal einen Tee kochen. Aber ist gar nicht so leicht hier. Ich habe den Windschutz vergessen. Musste ich mir hier was improvisieren. Aber das Wasser wird schon irgendwann heiß werden. Ja, die ersten Bläschen haben wir. Ich habe zum Glück genug Spiritus mit. Ja, einmal musste ich jetzt schon Spiritus nachlegen, obwohl der vorhin schon fast voll war, aber naja, das wissen wir ja nun mal, der Siphon, der ist einfach zu windanfällig und naja, den Windschutz, den habe ich leider im Rucksack und nicht in der Fahrradtasche. Ja, ich bin ja auch schon mal lang gewandert, aber mit dem Rad ist es hier dann doch ein bisschen schöner. Zumal das meiste ist hier auch Schotter und Teer. Das macht dann zu Fuß nicht ganz so viel Spaß. Ja, Fahrrad ist jetzt wieder verstaut, liegt im Kofferraum. War eine schöne Tour, also tolles Wetter. Ich bin froh, dass ich heute rausgegangen bin. Wenn es auch mit dem Fahrrad war und nicht wandern war. Aber ich muss halt ein bisschen mein Sitzfleisch trainieren. Naja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, mir auf jeden Fall. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und jetzt muss ich erstmal hier einen Parkplatz leer machen.